herzlich willkommen zu einem weiteren Veritas Netbaker Video bzw. Veritas Alter Video aus unserer Videoreihe, auch wieder mit meinem geschätzten Kollegen Patrick Englisch. Und wir wollen uns heute mit dem Thema Data Protection und den Data Protection Herausforderungen und eben den Lösungen beschäftigen. Und da will ich direkt am Anfang abgeben, denn wir haben einige Herausforderungen, die in der Cloud auf uns zukommen, die neu sind, die anders sind als On-Prem. Und da haben wir natürlich verschiedene Themen, die wir beachten müssen. Und wie das geht, sagt uns Patrick. Vielen Dank, Marvin. Ja, wenn wir uns über das hybride Multicloud-Data-Center der Gegenwart oder auch Zukunft natürlich Gedanken machen, dann haben wir verschiedene neue Dimensionen, die wir mit einbinden müssen in unsere IT-Planung. Zum einen haben wir das Thema Infrastructure as a Service, also typischerweise virtuelle Maschinen und zugehöriger Storage etc. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Platform as a Service, das heißt in dem Fall in jeglicher Form insbesondere Datenbanken, ja, die sehr stark genutzt werden, unserer Erfahrung nach, aber auch natürlich dann das Thema des Objektspeichers. Wir führen das wirklich separat auf, weil wir von unseren Kunden sehr stark merken, dass gerade Objektspeicher ein sehr einfacher Einstieg auch in die Cloud sind und sehr stark auch am Anfang genutzt werden, egal ob es über Webseiten geht oder dementsprechend auch andere Applikationen. Wie covern wir das Ganze jetzt? Du hast gerade schon mal erwähnt, die meisten von euch werden es kennen, VeritasNet Backup. VeritasNet Backup haben wir im Endeffekt Cloud Ready gemacht und dann dementsprechend auch in die Cloud reingebracht. ADP. Alter Data Protection ist da dementsprechend unsere Lösung dafür. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, empfehle ich euch unbedingt, halt unser erstes Video nochmal anzugucken. Ja, da gehen wir nochmal auf die einzelnen Produkte ein. Veritas Alter Data Protection, wir kürzen das jetzt dementsprechend ab mit ADP. Und genau damit bin ich in der Lage, halt die ganz verschiedenen Bereiche im Infrastructure, Plattform oder auch Object Storage Bereich zu covern. Ja, und alles natürlich wie gewohnt halt zu verwalten. Und natürlich, da kommen wir später auch drauf, ja, unabhängig von der entsprechenden Basislokation, quer durch die Welt zu schieben in andere Clouds oder ins Data Center. Korrekt. Und das Data Center, das ist ja das, was wir kennen, was wir auch schon immer nutzen. Und da ist etwas in den letzten Jahren dazugekommen, was für ganz viele Unternehmen der Einstieg eigentlich auch so ein bisschen in die Cloud war. Und das ist das Thema SaaS. Da haben wir natürlich die verschiedensten, ja, Services, die wir nutzen, sei es M365 oder seien es irgendwelche Google Drive oder jetzt andere Services wie Salesforce etc. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Services, mit denen wir unterschiedliche Herausforderungen in unseren Unternehmen ja irgendwie versuchen zu lösen. Und umso mehr Daten wir in diesen Services ansammeln und anlegen und erschaffen und kreieren, umso mehr müssen wir uns natürlich auch darum kümmern, wie wir diese Daten, die wir vorher immer on-prem hatten, wir hatten unseren Exchange on-prem, wir haben unsere Kommunikation gegebenenfalls irgendwie on-prem gehostet, wie wir diese eben auch sichern. Und dazu gibt es eben natürlich auch eine Lösung, die nennt sich Alter SaaS Protection. Ich kürze das Ganze jetzt in dem Fall mal mit ASP ab. Und mit dieser Lösung können wir eben auch wieder ganz einfach die verschiedensten, ja, Services ansprechen und uns unsere Informationen daraus wieder sichern, so wie wir es eben gewohnt sind. Das Ganze eben als Cloud-to-Cloud-Lösung. Und dann müssen wir natürlich, wie gesagt, auch noch zu guter Letzt auf unser Data Center gucken. Das ist ja grundsätzlich auch noch irgendwie ein Teil unserer Infrastruktur. Hier haben wir natürlich, und das ist natürlich ein bisschen losgelöst vom ganzen Alterbegriff, unsere typischen und klassischen, ich male es mal in Rot einfach an, ja, Themen, NetBackup oder beispielsweise auch die Flex, die ich jetzt mal hier on-prem dazu male, die natürlich weiterhin bestehen und die uns so ein bisschen dann ja den Sprung geben zu unserem übergeordneten Thema, und zwar AlterView. Genau, AlterView. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist AlterView? Wir haben es im vorigen Video einmal erklärt. Im Prinzip Backup Operations einfach gemacht. Globales Management, ja, globale Steuerung, globale Übersicht für alle täglichen Arbeiten, die im Bereich Backup und Recovery, egal ob On-Premise, im Software-as-a-Service-Bereich, Object-Storage-Bereich, Platform-as-a-Service oder Infrastructure-Service-Bereich anfallen. Das können wir alles als eine SaaS-Lösung mit AlterView covern. Du hast gerade schon angesprochen, SaaS ist extrem wichtig. Ja, NetBackup natürlich, deploy ich, build your own
oder auch Do-It-Yourself. Flex ist natürlich eine super Möglichkeit, um einzusteigen in eine einfache Deployment-Variante, ja, sowohl für kleinere Standorte als auch für die großen Data-Center. ADPE oder Elder Data Protection wäre jetzt auch in dem Fall die Do-It-Yourself-Variante, ja, trotzdem natürlich hochautomatisiert mit entsprechenden Scripts über den Marketplace Deployer etc. Wenn ich es aber nochmal eine Stufe einfacher haben möchte, dann kann ich hier auch auf das Thema Backup as a Service zurückgreifen. Und bei Backup as a Service habe ich natürlich unglaublich tolle Möglichkeiten, auf die Infrastrukturwartung, Security etc. zu verzichten und mich wirklich darauf zu konzentrieren, wie ich meine Workload schütze und wie ich hinterher das Recovery durchführe. Insgesamt eine tolle Sache. Jetzt ist die Frage, viele Sachen, wie kriegen wir das Ganze denn auch so sicher, dass es manipulations- und Ransomware-resilient ist? Welcher Übergang? Natürlich müssen wir das Ganze auch irgendwie in der Basis schützen und dafür hat Veritas den Recovery Vault. Und Recovery Vault, in unserem letzten Video schon mal kurz angeschnitten, ist im Endeffekt der von Veritas gemanagte Cloud-Speicher, den ich ganz generell in allen verschiedenen Deployment-Möglichkeiten, die ich habe, die ich alle zentral durch AltaView manage, durch Alta Analytics schön monitoren kann, die ich dann unten airgapped sicher als Object Log bzw. Wurmspeicher sozusagen geschützt eben ablegen kann. Und das ist vollkommen egal, ob ich hier eben aus meinem Data Center direkt on-prem komme oder ob ich aus den verschiedensten einzelnen Platform as a Service, Infrastructure as a Service bzw. ADP Bars Deployments komme. Egal wo ich herkomme, alle meine verschiedenen im Grunde genommen Workloads, Daten kann ich alle zentral im Recovery Vault einfach und sicher ablegen. Und im schlimmsten Fall, wenn alles hier, was wir sehen, ADP-Bars mal weg sein sollte, mal gesponnen, was dann? Dann habe ich immer noch die Möglichkeit, mit jeglichen Mitteln bzw. mit jeglichen Deployment-Möglichkeiten wie einfaches Redeployment zum Beispiel von Bars zu machen, eine Wiederherstellung aus dem Recovery Vault. Ich kann den Recovery Vault wieder anbinden und durch einfachste Mittel alle meine Wiederherstellungen triggern. Genau, also selbstbeschreibende Backups liegen dort bereit. Egal, was mal wegbricht, ich kann es einfach wieder reinfügen. Ja, genau. Ein hohes Maß an Sicherheit, Unveränderlichbarkeit, alles von Veritas gemanagt. Richtig. Und das ist im Endeffekt die Data Protection Schiene, die Data Protection Produkte, die Veritas anbietet. Ich hoffe auch, dass ihr wieder was dazugelernt habt, dass wir euch weiterhelfen konnten. Wenn ihr weitere Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Ansonsten kann ich euch nur die anderen Videos aus der Reihe noch empfehlen. Wir haben ein Overview über Veritas Alta in General und wir haben auch noch zwei weitere Videos über Application Resiliency und über Digital Compliance. Die lohnen sich auf jeden Fall. Schaut da gerne rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.